Moin, mein Name ist Albo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute soll es um dieses Beil gehen. Ist das eine vernünftige Survival-Waffe? Du erfährst es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses kleine Kampfbeil, möchte ich eigentlich fast sagen, so ein bisschen im Tomahawk-Stil, ist mir zugeschickt worden von GearBest direkt. Ja. Ich hatte es jetzt schon einige Male in Benutzung, einfach so aus Spaß. Und hier sieht man auch die ganzen Gebrauchsspuren. Wir gehen dieses kleine hübsche Ding erstmal dezidiert durch. Was ist das überhaupt und wie viel kostet es? Der Name ist SEMA Terminator, ist natürlich ein passender Name für das, wofür es gedacht ist, weil das, und das erkennen wir auf den ersten Blick, das hier ist kein Holzbearbeitungsbeil. Es lässt sich dafür benutzen, aber es ist eigentlich in seiner Art und Weise, wie es gemacht ist und wie es geformt ist, als Kampfbeil gedacht. Wir haben hier einen 440C Stahl, der natürlich bruniert ist, aufgesetzt auf diese Griffstahl, auf Kunststoff mit Imbusschrauben, 3 Stück festgemacht und hier hinten um den Griff ein schönes Paracord, was sich dann auch relativ angenehm anfühlt. Hier unten haben wir eine kleine Abrundung mit einem Lanyard-Hole. Es hält die Hand ganz gut auf dem Griff drauf, muss ich sagen. Es lässt sich sehr schön damit arbeiten. Ich finde nicht so gut das Paracord auf Dauer, weil es schon irgendwie dann zusammenrutscht. Bei sehr viel Arbeiten ist das schon, ich finde, da hätte man ein besseres Griffmaterial irgendwie hinbekommen können. Hier hinten haben wir sozusagen einen kleinen Rabenschnabel. Ja, manche aus der Mittelalterszene kennen das vielleicht. Damit wurden früher die Rüstungen aufgebrochen, dass du die so rausziehen kannst. Ja, du haust sozusagen rein und ziehst das sozusagen raus. Inwieweit das sinnvoll ist, kann ich nicht sagen, weil ich bin natürlich niemand, der jemals in eine solche Kampfsituation war, dass er sowas gebraucht hat. Und ich hoffe auch, dass ich niemals in eine solche reinkomme. Dazu haben wir eine einfache Nylonscheide mit Druckknöpfen, 2 Stück, damit das Ding da drin gut hält. Und eine relativ einfache Gürtelschlaufe hinten dran. Das ganze Ding kann man bestellen auf GearBest zum Beispiel. Da kostet es so um die 25 bis 30 Euro und wiegt so ungefähr 400 Gramm. Und das kleine Ding hat eine Power. Also es ist unfassbar, ne? Der Bart hier sozusagen, der Achsbart, der ist gar nicht groß. Das braucht es aber auch nicht, weil wenn du die gleiche Kraft auf eine kleinere Fläche auf etwas drauf packst, dann haust du ja viel stärker rein. Und das ist genau das Prinzip hier. Mit dem Ding kannst du, weil es so leicht ist und so gut in der Hand liegt, wunderbar immer wieder zuschlagen und deine Kraft richtig gut auf einen Punkt konzentrieren. Und da sieht man ja auch schon im Prinzip, das Ding ist ja mehr so eine Art kleines Tomahawk. Und wer vielleicht ein bisschen Bescheid weiß über die Waffen der Wikinger, der weiß auch, dass die gar nicht so große Beile benutzt haben für den Kampf. Tatsächlich waren die Bartkämme der normalen Wikinger-Äxte im Kampf auch nicht viel größer als das. Das hat mit einer ganz einfachen Sache zu tun. Die meisten wollen immer eine riesige Waffe mit in den Kampf schleppen, weil sie sich damit besonders mächtig fühlen oder weil sie glauben, dass sie damit besonders viel Schaden anrichten können. Das Interessante ist, dass das aber gar nicht der Fall ist, weil man damit viel zu langsam ist. Deshalb bietet es sich absolut an, so ein kleines Beil, das so leicht ist zu haben, womit du ohne Probleme so zack, schnell mal eben so machen kannst und nicht ein großes Beil zu haben, womit du erst ausholen musst. Ist das Ding jetzt eine gute Survival-Waffe im Endeffekt? Im Prinzip, wenn man es als reine Waffe betrachtet, ist es ein gutes Survival-Beil. Natürlich beruht es auf den Kampffähigkeiten, die man so braucht, um möglichst effektiv zu sein. Wir hoffen natürlich alle, dass es nie dazu kommt. Das ist eine reine Gedankenspielerei. Aber es stört mich eine Sache, man muss es immer extra schleppen, wenn man auch Holzbearbeitung betreiben will. Denn wie gesagt, mit diesem Ding kannst du zwar gut Holz bearbeiten und es wird auch nicht stumpf. Ja? Du kannst damit richtig ordentlich zuhauen, aber übrigens, du siehst hier, ne? Man kann hier so mit den Fingern drunter, damit man es ganz oben anfassen kann. Und dann kann man hiermit sogar ein bisschen schnitzen. So eine gute Handlage hat das im Endeffekt. So scharf ist das auch. Und so gut ist diese ganze Griffform. Das Problem ist aber, dass man diesen Nagel hier hinten sozusagen hat. Und der ist absolut unpraktisch beim Holzschlagen. Du musst dich sehr, sehr konzentrieren und darfst dir keinen Fehler erlauben, das Ding nicht aus Versehen nach hinten zu hauen und dich selbst damit zu treffen. Das ist wirklich ein Problem. Jetzt wird man natürlich sagen, ja, wenn es dann einfache, leichte Sachen geht, dann ist das kein Problem. Ja, ist es auch nicht. Ich habe damit ja auch schon mal ein bisschen Holz gehackt und so weiter und so fort. Trotzdem, wenn man den ganzen Tag mit einem Werkzeug arbeitet, dann möchte man sowas nicht. Eine halbe Stunde voll konzentriert, wenn man sonst gerade nichts anderes am Tag hatte, was einen abgelenkt hat, dann ist das kein Problem. Ja? Dann kann ich das immer wieder genau einberechnen. Wenn
du aber wirklich schnell arbeiten möchtest und du bist vielleicht auch noch ein bisschen fertig und so weiter und so fort, dann wirst du dir irgendwann dieses Ding vielleicht oder jemanden, der neben dir steht, volle Lotte reinhauen. Und deshalb ist es zwar eine gute Survival-Waffe, aber ob es ein guter Survival-Gegenstand insgesamt ist, denn das kommt wie immer beim Survival sehr auf die Lage an. Es kann sehr viele Szenarien geben, wo du das Ding dabei hast, aber wo es vielleicht absolut unnütz ist. Und das Problem ist, dass es nicht sehr multifunktional ist, weil du kannst damit nicht gut schnitzen, du kannst es natürlich, du kannst damit nicht gut Holz hacken, du kannst es natürlich, und du kannst damit allgemein nicht so gut Holz bearbeiten, obwohl du es natürlich kannst. Es ist als Waffe konzipiert, als Survival-Waffe ist es super, zum Kämpfen ist es klasse, aber halt nicht so gut multifunktional. Deshalb ist vielleicht ein anderes Beil, was auf diesen Dorn hier hinten verzichtet, deutlich besser. Vielleicht ein kleines Campingbeil, das eine ähnliche Ergonomie hat und ähnlich viel wiegt. Und jetzt schreib du mir doch mal deine Meinung über diese kleine Survival-Waffe. Hast du selbst vielleicht so ein Tomahawk-ähnliches Teil oder ein anderes kleines Beil? Dann schreib mir doch gern deine Meinung über diese Art von Survival-Waffen unten in die Kommentare und wie du das siehst. Stimmst du mir allgemein zu? Oder bist du eher gegen mich? Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, wenn der kleine Samwise nicht hier lang pitchert. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und wie immer findest du unten in der Videobeschreibung Links zu diesem Ding, aber natürlich auch zu ähnlichen Produkten, die ich für gut befinde. Einfach mal durchklicken, wenn dich davon was interessiert. Natürlich findest du unten auch Playlists zu weiteren Videos, die ich für dich zusammengestellt habe. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.